Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil Let's Play Hölle in Tüten. Pause wieder genutzt, um ein bisschen durch die Kiste zu gucken und ja, neuen Gürtel gefunden. Der ist, ich vergleiche ihn nochmal eben schnell, also der linke ist der, den ich jetzt gerade trage. Ich verliere definitiv ein paar Lebenspunkte, aber dafür kriege ich Blitzresistenz. Die werde ich gleich eh brauchen, wenn ich gegen Piety kämpfen muss das erste Mal. Und vor allen Dingen mache ich deutlich mehr Schaden damit. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Hier haben wir 433 zu ja, 398. Also ordentlich was dazu bekommen. So, dann packen wir direkt wieder weg den Gürtel. Und ja, weiter geht's. Clarissa hat noch nichts zu sagen. Gringor, sagt der mir irgendwas? Auch nicht wirklich. Genau, jetzt geht's erstmal darum, im Crematorium hier ein bisschen aufzuräumen. Ich hatte nebenbei auch mal die Pause genutzt und ein bisschen geschaut, was mich denn jetzt so als nächstes ausrüstungsmäßig erwarten kann. Und spannend wird es eigentlich erst ab Level ja, etwas über 30. 32, 33, 34, 35 und so in den Regionen, da wird es spannend. Deswegen, da muss man jetzt erstmal hinkommen. Beats Level, nicht ich selber. Das dürfte dann, ich glaube, Dox hat Level 32 und die Bosse, also sprich die Ex-Sylanten, die müssten dann eigentlich auch entsprechendes Level haben. Also, weiter geht's. Scroll of Wisdom. Nicht Ruby Flask, nehme ich die mit. Feuerresistenz. Ja gut, ist jetzt gerade nicht so angesagt. Wichtiger wäre gerade Blitzresistenz gewesen. Hier geht's nicht weiter. Also mal auf die andere Seite gucken. Ungewöhnlich, dass ich für einen normalen Gegner mal, also normal im Sinne von kein Rogue Exile, dass ich da länger für brauche. Nicht der schon wieder. Auf jeden Fall erstmal Temporal Chains drauf. Der hat weniger Zeit, Minions zu beschwören. Okay, gehen wir ohne Temporal Chains nieder. Das ausmachen, nicht einzufrieren. So. Uiuiui. Skin Gloves. Ach, verdammt. Hab ich dich. Greater Life Flask kann ich, glaube ich, gerade nicht gebrauchen. Da bin ich schon eine Stufe höher. Bärenfalle getreten. Lästig, lästig. Oh, jetzt bin ich gleich platt. Nein, ah, doch. Verdammt, ich dachte, ich würde es schaffen. Hat mir die Pause doch nicht so ganz gut getan, wahrscheinlich hier. Vorteil von dem Ganzen hier ist, dass ich mittlerweile so dran gewöhnt bin zu sterben, dass mir das nicht mal mehr irgendwas ausmacht.
nochmal an der Stelle meinen höchsten Respekt vor den Leuten, die das wirklich auf Hardcore spielen und immer noch leben und schon auch, ich habe jetzt nicht wie hoch, aber doch ziemlich abstrus hohe Level haben. Wie gesagt, noch ist es auch nicht so schlimm, wenn man stirbt. Das wird erst so richtig unangenehm, wenn man dann auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist. Da sollte das dann im Idealfall nicht mehr so passieren. Soll mal das Gift wirken. Handschuhe. Auch relativ mieser Grundtyp. Okay, jetzt laufe ich gerade wieder zurück. Das war nicht so gut. Hätte man drauf kommen können, dass da nicht weitergeht. Egal. Piety, wo bist du? Das sieht nach Piety aus. I tell you to come to Sam and here you are. Put the stray puppy down, boys. Enough of this! Okay, reicht. Mir auch. So, Bracelet. Check. Dann können wir uns jetzt in die Kanalisation begeben. See you. Goodbye. Gibt's da nicht auch irgendwo noch eine Belohnung in Form eines Skill Gems? So, Blink Arrow, was kann der denn? Das sehe ich schon. Okay. Klingt spaßig. Probiere ich gleich auf jeden Fall mal aus. Projectile Weakness, Moment. Ah ne, okay. Discharge. Herald of Ice wäre natürlich auch noch eine Variante. Herald of Ash. Herald of Thunder. Thunder. Der wäre natürlich richtig schön. Komm, ich kenne den noch nicht. Ich probiere das mal aus. General Gervison. Von dem habe ich allerdings gelesen, allerdings noch nicht selber probiert. Wo haben wir den denn? Den irgendwo? Blink Arrow. Auf W liegt das jetzt, ne? Jawohl. Ja, ich bin gespannt. Mal gucken, wie das ist. Jetzt gerade noch nicht so vom Hocker. Vielleicht mal in einer ruhigen Minute mal probieren. Vierfach verlinkter Bogen. Das wäre natürlich grundsätzlich schon eine schöne Sache. Full Leather. Das klingt spannend. Ja, nebenbei, ich hoffe inständig, dass YouTube ein bisschen Gas gibt. Ich hatte jetzt schon wieder ein neues Video hochgeladen. Das ist irgendwie gerade, hängt das in der Bearbeitung fest. Ist ein bisschen schade.
Weil eigentlich ging das so schön schnell zum Hochladen. Okay. Nebenbei, das wäre jetzt aktuell dann Video 4, was gerade hochgeladen wird. Ich hänge da ein bisschen zurück. Aber wobei, wenn ich überlege, wie viele Videos das jetzt in der letzten Zeit waren, geht's sogar, dass ich dann immerhin doch schon so weit bin. Ja, es sind die Momente, wo man sich denkt, streamen ist manchmal vielleicht doch nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall deutlich einfacher, das über Twitch zu streamen, als jetzt hier als Let's Play zu machen. Skillpunkt, nicht vergessen. Projectile Damage. Chains. Natürlich, auf jeden Fall. Hätte vielleicht doch lieber Herald of Thunder nehmen sollen. Nur mal sicher gehen. Deswegen weiß ich wenigstens, dass der richtig gut ist. Gerade bei dem Konzept jetzt gerade. Das war wahrscheinlich echt keine gute Idee. Es wäre doch jetzt an der Zeit von einem Spiel, seinen guten Willen zu beweisen und mir jetzt dafür das Ding nochmal vor die Füße zu werfen. Royal Bow. Far too much baggage. So eine lästige Fliege hier im Arbeitszimmer. Das nervt. Was kann das Ding? Physical Damage. Leider sonst nichts. Eigentlich würde ich die Bögen vielleicht doch lieber mitnehmen, anstatt die einfach liegen zu lassen. Ich kann ja auch immer noch 5-1 beim Händlern mir neue Bögen ertauschen dann. Ja, komm, egal. Ich glaube, das wird nicht das Problem sein hier, dass da neue Rares fallen. Okay, die habe ich doch schon, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich möchte doch einfach nur in die Kanalisation. Und das gibt einen chromatischen Orb. Ich bin mir ziemlich sicher, die werde ich noch brauchen können. Der sieht schön aus, der Hut. Ach ja, Helm ist aber blöd. Helm habe ich doch schon guten gerade. Ich glaube nicht, dass ich den absehbarer Zeit ausziehen werde. Im Moment läuft es damit echt viel zu gut. Die Strongbox noch mit. Komm. Mit. Ah, auch noch einer meiner Lieblings-Exiles. Ein bisschen besser platzieren. Okay, was haben wir denn da? Ein Köcher. Und ein Royal Bow. Was kann denn der Köcher? Physical Lightning. Nee, ich glaube nicht, dass der besser ist. Ach, schade, ich dachte, der wäre vierfach verlinkt. Da habe ich ein bisschen Knick in der Optik gehabt. Aber die Schuhe sind vierfach verlinkt und auch noch schön bunt, das Ganze. Lehmana-Resistenzen. Nicht besser als das, was ich habe. Doppelresistenz und ordentlich Leben.
Wenn da jetzt noch 1 bis 20 Blitzschaden drauf wäre, dann hätte ich meine neuen Top-Handschuhe gefunden. Minion-Gems brauche ich nicht, also weiter geht's. Denn hier die Kanalisation? Ich möchte ein bisschen schlechte Luft schnappen gehen. Schön. Da sind wir. Late West, habe ich die nicht auch schon? Die Optik kommt mir gerade bekannt vor. Bramblejack, ja, haben wir schon. Ich frage mich ja nur, haben die eigentlich in meiner Abwesenheit die Drop-Rate von Unix generell erhöht? Na gut, jetzt die Rogue Exiles, klar. Da kommen die meisten Unix her, aber ich habe auch so, habe ich das Gefühl, bei... Jetzt, gut, es war auch ein Unique-Gegner, aber der ist ja standardmäßig da. Okay, vielleicht auch einfach, weil ich so viel am Stück jetzt gespielt habe, weil ich bin das nicht gewohnt, so viele Uniques zu finden. Also auch normal. Wieder ein bisschen unübersichtlich. Uiuiui. Eieieiei. Und mal schnell hier in Sicherheit bringen. Ich habe auch einen Rattenschwanz hinter mir gerade. Oh ja, komm. Ach, verdammt. Komm, stirb wenigstens. Ach. Ach Gott sei Dank gibt es Resurrect at Checkpoint. Wobei ich sagen muss, das ist so eine Änderung, die ist zwar an sich schon praktisch, allerdings nimmt die natürlich auch viel Schrecken. Diese explodierenden Jungs sind echt übel. Ist auch so ein Konzept, das bei mir irgendwie nie ordentlich funktioniert hat. Habe ich mich schon mehrfach jetzt sogar beschwert in der Videoreihe. Wieso klappt das bei den Rogue Exiles und bei mir nie, wenn ich das probiere als Konzept? Okay, vielleicht war mein Konzept einfach Schrott. Weil nein, das kann natürlich nicht sein. Das ist auch alles wieder so durcheinander hier. So viel Kram. Da habe ich eigentlich gerade keinen. Hier. Pinsel genommen. Temporal Chains, als ich den Typen gerade gegenüberstand. Dann wäre ich auch nicht gestorben, dann hätte ich das überlebt. Superior Buckskin Tunic. Das Ding ist doch bestimmt interessanter. So, was kannst du? Ich kenne ich glaube ich auch. Evasion Rating. Cannot be ignited. Physical Damage with increased. Ja. Passt jetzt gerade nicht so ganz 100% zum Konzept, aber könnte ich mir vorstellen, ist bestimmt interessant, wenn ich dann irgendwann mal wechsle. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, einen guten Bogen zu finden noch. Leben, nur eine... Nee, gar keine Resistenz, danke.
Das ist so voll. Der totale Overkill hier. So, mein Gott. Tetris für Fortgeschrittene hier. Nicht gut genug. Gab es hier noch irgendwas in der Kanalisation für mich? Ja, die Büste. Wenn ich schon mal hier bin, dann hole ich mir die auch. Denke nicht, dass es effektiv ist, nochmal zurückzukommen. Erstmal, was die Tunika kann. 57 Leben. 203 Evasion. Keine Resistenzen. Wenn die jetzt noch die beiden Resistenzen da drauf hätte. Na komm, ich mach's lieber so. 77. Krankes Volk. Level 77. Gibt's ja gar nicht. Da richtig was los. Dasselbe nochmal. Schlechter Wurfpelt. Far too much baggage. Gucken wir mal. Das Helmchen könnte was sein. Sieht außerdem eigentlich immer ganz schick aus, wie ich finde. Ja, ordentlich Leben, aber leider auch nichts anderes. Infernal Blow. Das sieht mich jetzt leider nicht so wirklich. Ja, trotzdem mal mit. Das Temporal Chains, ja, auf jeden Fall. So. Und dann jetzt einmal den Turbo einschalten und ab zum nächsten heimeligen Kanalisationsding. Die Warehouse Sewers. I can hear them behind those walls. The poor bastards still think they're alive. Level up. Welch freudige Überraschung. Ja, habe ich mit gerechnet. Sozusagen, das war ja klar. Ich mache das mal anders. Ich gehe mal eben einmal kurz in die Stadt und verkaufe mal den ganzen Kram hier, den ich zum Händler bringen möchte. Also erstmal die Unix aussortieren in das geheime Unix-Fach. Haben wir noch eins? Nee, das waren sie, glaube ich, erstmal. Dann erstmal die erste Büste ab.
So, gucken wir mal hier. 20% Movement Speed, Kälteresistenz. Ja. Aber das allein macht's dann auch nicht. So. Drei chromatische Orbs schon mal einkassiert. So, komm. Ach nee, ah, verdammt. Jetzt in das schöne Unique-Fach. Das war doch aufgeräumt, mehr oder weniger. Egal, die Zeit wird kommen, wo ich mich da drum kümmern kann. So. Ja, den Punkt, den wollte ich eigentlich auch ganz gerne noch mitnehmen. Und ich habe mir jetzt überlegt, schon mal, ja, in der letzten Pause, habe ich mir den Skillplan mal angeguckt und habe festgestellt, so schlimm verskillt ist der Charakter gar nicht. Ich werde irgendwann die drei Punkte hier wegholen, denke ich mal. Und dafür dann den Weg alternativ hier nehmen. Dann spare ich, weil hier unten sind auch nochmal ein paar gute Projectile-Knoten. Und ja, dann habe ich eigentlich... Weil die beiden sind eh auch Verschwendung. Ich glaube, dann bin ich sogar fast besser als ein Ranger. Also, ja. Es ist jetzt, ändert sich jetzt hier quasi, nach jeder Pause habe ich eine neue Meinung darüber, ob das jetzt gut oder schlecht war, ein Sion statt ein Ranger, Rangerin zu nehmen. Ah, ich hänge fest. Meine Heiltränke sind auch ein bisschen schwach mittlerweile. Ich merke kaum, dass ich regeneriere, wenn ich die nehme. Lebensmut habe ich denn? 846 und die regenerieren 540. Das ist eigentlich schon noch ein bisschen was, also ganz so schlimm ist es nicht. Okay, dran denken, Heiltränke. Boah, komm. Da weg. Zweiter hat es auch hinter sich, jawohl. Gut so. Okay, wir haben wenigstens ein paar ordentliche Sockel drin. Den zu verfluchen war überflüssig. Schon auf dich gewartet. Another champion of vanity. So, Blink Arrow, den habe ich auch immer noch. Hätte ich echt mal Herald of Thunder genommen. Auf der anderen Seite Intelligenz werde ich. Uiuiui. Ja. Auch einer aus der Kategorie, wie geschickt kann man sein. So sollte man nicht vor so einem Ding weglaufen, vor dem Warlighting. Besser boah, durchlaufen und nicht davor herlaufen. Ja, es wird unangenehmer wieder. Was sagen wir, meine Defensive? Na okay, meine Resistenzen sind ziemlich übel. Umso wichtiger, dass ich beim nächsten Level-Up mir schon mal 10 All-Resi im Baum sicher. So, der ist schon tot. Büste eigentlich schon. Die habe ich. Nehme ich doch einfach mal den Weg. Vielleicht kann ich die ja sogar umgehen. Das ist nämlich nicht wirklich spaßig da hinten. Den kann ich aber wohl offensichtlich nicht. Dann müssen wir es jetzt irgendwie hier hinkriegen. Resistenzen sind wirklich richtig schlecht, offensichtlich. Aber das klang gerade gut. Ein schönes Geräusch, wenn Exiles sterben. Oh, Moonstone Ring.
Kenne ich den? Das weiß ich gerade gar nicht. Temporal Chain. Use for Attack Speed, Cast Speed, Mana Regeneration Rate. Ja. Kann der irgendwas? Okay, vielleicht interessant im PvP, wenn man halt häufiger mal mit Temporal Chains verflucht wird. Ansonsten, so oft kommt das im Spiel ja auch nicht wirklich vor. Ich sehe gerade, Diamantringe fallen jetzt mittlerweile. Auch nicht ganz so schlecht für mich eigentlich. Sweep. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit immer noch mit einer ganz miesen Mana-Flasche rum? Fällt mir mal so ein. Kann ich im Moment ja eigentlich auch gar nicht gebrauchen. Smart. Bringt's auch nicht, leider. Uiuiui. Kurz durchatmen hier wieder. Da sind auf jeden Fall ein paar Bögen fallen gelassen worden. Die gucke ich mir jetzt erstmal näher an. Den Köcher habe ich auch noch. Leben. Leben ist toll. Aber Resistenzen werden mir gerade deutlich lieber noch. Nee, den hatte ich schon. Da, Bogen erstmal, genau. Das war der Plan. Mit Damage, Attack Speed. Nee, okay, der ist mal richtig mies. Ordentlich physischen Schaden, aber leider auch nicht wirklich mehr. Also auch nicht wirklich eine Verbesserung. Ups, wo waren die denn? Boah, Hilfe. Da sind sie. Okay, da geht's raus. Das ist an sich schon mal gut, aber erstmal brauche ich dringend den Wegpunkt. Hier muss ich nämlich mal hin zurück. Das Gebietslevel 29. Was habe ich denn eigentlich mittlerweile? 33. Das sieht gut aus. Ach, wunderbar. Ja, die Kanalisation ist grundsätzlich eigentlich immer relativ heftig. So, dann erstmal die Dinger verkaufen, die chromatische Orbs bringen sollen. Leben ist schön, aber keine Resistenzen. Movement Speed, schlechte Resistenz. Movement Speed. Ah, das sieht schön aus. Feuer und Kälte, 17, 19 und ganz ticken mehr. Auf jeden Fall Run Speed und dick Leben. Okay, dann nehme ich doch sogar für in Kauf, dass ich, was hatten die denn? Evasion? Okay, ah, okay, ich verliere massig Invasion. Invasion vor allen Dingen. Evasion. Ja,
Aber kann ich mit leben. Dafür kriege ich einen ordentlichen Lebensboost. Ich halte die trotzdem mal in der Kiste. Leben, Mana, Life, Leech, okay. Weg. Weg. Sowieso weg. Ringe. Bei den Ringen. Wie wär's denn da mal mit was schönem Upgrade? Achso, die wollte ich doch noch gar nicht weghauen. Die wollte ich doch eventuell verkaufen. Habe ich da vielleicht die prismatischen Ringe her? Ich habe das gar nicht gerallt, dass ich Two Stone Ringe verkauft habe. Bam. Das sieht cool aus. Maximum Life. Boah. Ja, ich glaube, das könnte was sein. So, auf jeden Fall laufe ich doch wirklich jetzt schon mal deutlich schneller wieder. Was haben die denn? Rüstung und Ausweichen. Das heißt, die haben eine besonders hohe Chance auf rote und grüne Sockel. Da soll ich doch eigentlich auch hier meinen Angriff wieder zusammenbekommen in dem Ding. So, ich habe gesagt, ich werde die noch brauchen. Ja, wie angekündigt. Perfekt. Und Lightning Penetration kann ich dann auch direkt dazu sockeln. Oho, jetzt brauche ich nur Intelligenz irgendwo. Scheiße. Schade, schade. Naja, okay, aber ich werde es auf jeden Fall erstmal mitnehmen. Split Arrow ist wo? Da ist er. Ja, schön. Wie kriege ich dich jetzt noch da rein, verdammt nochmal? Wo kriege ich jetzt Intelligenz her? Ich guck mal gerade. Ich guck mal eben schnell im ganzen Chaos, ob ich da irgendwo... Da ist ein Intelligenzamulett. Komm, du bist jetzt ein total geniales Amulett. Na, so schlecht ist es noch nicht mal, aber nicht so genial, wie ich gehofft habe. Ja, egal. Machen wir erstmal so. Genau, dann hier. Gucken wir mal. 25 Elemental Damage. 465. Und welche nehmen wir denn weg? Den kann eigentlich gar nicht so wirklich was. Warum habe ich diesen Ring an? So. Das sieht doch schön aus. Guck ich da auch nochmal eben schnell. Geschick, Leben, Cold Damage. Nicht wirklich. Na, geil, jetzt ist er da drin gelandet. Ich wollte eigentlich die Unix doch getrennt sammeln. Das klappt alles hier nicht. Egal. Wie gesagt, irgendwann tief in der Nacht wird wahrscheinlich wieder der Moment kommen, wo ich eh Pause brauche und dann einfach mal ein bisschen Sachen sortiere. So sortiere. Ja, es wird echt Zeit für ein paar Dockruns. Ich glaube, da werde ich auch wirklich dann einen Moment verweilen und mich dann einen Moment... okay, hochleveln wird da nicht viel sein, aber auf jeden Fall itemmäßig versuchen zumindest, oder hoffen, ein bisschen was Gutes zu finden. Lass mal hier überleben jetzt. Erstmal zu den Docks hinkommen. Nie gedacht, dass Split Arrow so reinhauen kann. Immer wieder faszinierend. Jetzt noch Lightning Penetration da rein. Das muss mal irgendwie klappen jetzt. Korrumpiertes Gebiet, da will ich eigentlich nicht rein.
Da gibt es für mich eh nicht wirklich was Spannendes zu holen. Mr. Beartrap himself. Marketplace, schön. Level 29, ist das schon Level 30 jetzt? Ah, schade, auch noch Level 29. The great ones strive to live forever, while the people struggle to make a living. Ist das auch mit dabei? Jawohl. Coole Sache. Ein Intelligenzamulett. Gucken, ob du gut bist. Sei bitte, sei gut. Spell Damage, Cold Card, ne. Das ist leider so gar nichts, was ich gebrauchen kann gerade. So. Möchte gar nicht lange bleiben. Die Jungs habe ich insgesamt sowas von keinen Bock. Jetzt mal gucken, dass ich mir hier eine Ecke wieder frei mache, dass ich, wo ich einen Rückzug habe. Tot. Mit Ankündigung. Aufs Stichwort sozusagen. Ich glaube, da gab es ordentlich physischen Schaden. Jawohl. Das ist eine der wenigen Rüstungen, oder vielleicht sogar die einzige Rüstung, die richtig derbe physischen Schaden hat. Movement Speed, Geschicklichkeit. Ja, eigentlich wirklich eine schöne Rüstung. Die ist auf jeden Fall spannend. Eigentlich wirklich auch ein gutes Amulett. Wie viel Schaden verliere ich denn? 500 zu 420, 80 Schaden. Ich weiß nicht, ob Lightning Penetration das ausgleichen kann. Ich probiere es jetzt einfach mal. Mal gucken. Okay. Poison Arrow, Split Arrow. So, die Hauptangriffe hochgelevelt. Das ist immer ein schöner Moment. Ausgang ist auch gefunden, jetzt brauche ich noch den Wegpunkt. Ich frage mich gerade, was mache ich denn jetzt? Jetzt gäbe es nämlich eigentlich zwei interessante Alternativen. Weil wenn ich den Ausgang jetzt einmal habe, aber der ist so schwer nicht zu finden. Ich suche jetzt erstmal lieber den Marketplace-Sewer auf. Diamond Ring, Onyx-Dingsel. Oh,
gerade endlich mal wieder ein paar seltene Ringe und Amulette, schon lange keinen mehr gehabt, irgendwie gefühlt. Ja, auf jeden Fall werde ich auch ganz dringend meine Flaschen überarbeiten. Die ein bisschen... Ah ne, genau. Ich werde... da warte ich noch bis Level 35 mit. Da kriege ich nämlich von den Schritten her ziemlich gute. Da gucke ich dann mal, dass ich da vielleicht auch so ein paar nette kriege. So mit Instant Recovery oder irgendwie sowas. Jetzt aber auch gleich wieder übertreiben hier allesamt. Zumindest schon mal einen niedergemäht. Den nächsten. Ah, Royal Bow und einen neuen Quiver. Erstmal den Bogen. Physical Projectile. Ne, schade. Das ist insofern ärgerlich, weil ich weiß, ich könnte da jetzt theoretisch Bögen finden, die genauso viel Blitzschaden drauf haben wie der, den ich jetzt auch gerade benutze. Und halt zusätzlich einfach noch ein normaler Bogen sein. Sprich, auch physischen Schaden sowas anrichten. Das ist ein Klassiker. Jetzt finde ich den Ausgang nicht vom Markt. Beziehungsweise in den Keller. Das ist mir auch schon mehr als einmal in meiner Pathfinder-Karriere passiert. Ich vermisste die Zeit, wo das Ding immer am Wegpunkt war. Da, da ist er doch. So, dann können wir nämlich die Skill-Quest hier auch abschließen. Dann kriege ich auch meine Resistenzen. Die würde ich nämlich gerne haben, bevor ich zu den Docks gehe. Für die Docks. Ja, Fenrir, hau rein. Schön mit dem Cyclone mitlaufen. Das ist genau wie Ball Lightning. Da läuft man besser durch als rein. Oder vorweg. Okay, jetzt habe ich meinen Skill-Punkt, den ich brauche, auch so. Da gar nicht wirklich. Der ist nur eine Illusion. Okay, viel Schaden drauf. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken, glaube ich. So, diese Rüstung ist Müll. Die gibt einen chromatischen Orb, deswegen habe ich die dabei. Die Schuhe, was können die denn? Nichts. Okay, dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz hier. Ich den aufheben. Habe ich nun mal so freigeräumt. Hatte doch sicherlich irgendwie im Hinterkopf, dass ich irgendwas davon mitnehmen wollte. Egal. So. Genau, bevor ich weitermache, ganz wichtig. Bam. 10 All Resist. Einfach mal so geschenkt. Dann sieht das doch schon gleich, ja nicht ganz anders, aber auf jeden Fall schon mal deutlich besser aus. Ich glaube, Kisten sollte man auch nicht wirklich hinterherlaufen jetzt. Das ist nicht der beste Weg, um hier gerade Gegenstände zu bekommen. Ich meine, wenn sie am Weg sind, kann man sie zwar aufmachen, aber extra jetzt da über die Brücke laufen, das war überflüssig. Boah, diese Fliege nervt tierisch. Will die Fliege mir sagen, ich sollte mal duschen gehen? Ich weiß es nicht. Aber ich war doch heute schon duschen. Sterb doch! Mann! Far too much baggage.
Vielleicht packe ich ja doch nochmal meinen ersten Charakter aus, mit dem ich angefangen hatte. Aber ich glaube, ich kenne die Klaue. Ganz so toll ist sie nicht. Doch ist sie. Nee, okay. Die Chance, Gegner zum Fliehen zu bewegen, ist natürlich nicht besonders gut. Bei dem sollte man besser nach vorwärts verteidigen. Okay, weg, 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 weg. Komm, lass mich los, lass mich los. Ja, okay. Das war klar, das war absehbar. Oh, Mann. Konzentrier dich. In die richtige Richtung flüchten. Ich glaube, den nächsten Charakter, den ich mache, da mache ich einen Best of Annoying Rogue Exile Charakter. Ja, komm. Nämlich nur Eigenschaften, die mich bei Rogue Exiles nerven. That was knapp. Bin gerade so ein bisschen angespannt hier. Doch jetzt gerade nicht ganz ohne hier. Feuer ist auch nicht meine Stärke. So, jetzt bloß nicht nochmal in das Ding reinlaufen. Ist der Skill nochmal gleich. Dieser Feuerring, der sich aufbaut und dann explodiert. Nenne ich Flame Surge. Doch, war das Flame Surge? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Flame Blast, so heißt der, Flame Blast. Flame Surge war der doch dieser. Ja, doch, den habe ich auch mal gespielt. Zusammen mit meinem Righteous Fire Marauder. Es geht vielleicht mal einzeln jetzt anlocken hier. Minion-Typen schon mal weg hab, ist das schon mal viel wert. Das ist auch gleich hinter dir. Alle Gegner, die nervig sind und was aushalten, habe ich auch lange nicht mehr gehabt. So. Nein, 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 nein. Falsche Richtung. Die kenne ich doch auch. Die habe ich doch normalerweise relativ häufig selber getragen auch. Wenn die das sind. Die geben irgendwie Stärke und Geschicklichkeit, glaube ich, ne? Genau, die sind das. Die geben richtig viel Feuerschaden. Ach nee, aber ich glaube nicht, dass die jetzt gerade für mich so super sind. Ach, da ist die Büste. Da wollte ich hin. Platz für da. Sehr schön. Komm, die Large Strongbox nehmen wir noch mit.
Frost Shield. Nichts für mich eigentlich. Egal, nehmen wir trotzdem mit. So, Ruhe im Karton. So, ab nach Hause. Kein Platz dafür. So, da waren die Unix, da gehörten sie hin. Und noch mehr Unix-Sachen. Ich hatte noch, achso, ich glaube, der Ring ist schon woanders mittlerweile gelandet. Ne, genau, die Schuhe habe ich gerade ja noch gefunden. You're looking sharp. So. Quiver wollen wir uns natürlich noch angucken. Lightning Damage. Okay, der sieht gut aus. Ein Skillpunkt. Das möchte ich gerade mal eben austesten. 421. 500, alles klar. Und er hatte sowieso keine defensiven Eigenschaften. Dann ist das ein echter Gewinn jetzt. Gut, gut, gut. Sehr, sehr schön. Ich habe mal wieder keine Identifikationsrollen. Ich muss gleich wieder Edelsteine verkaufen. Nicht Edelsteine, Orbs. Ja, was nun? Schaden ist erstmal relativ ausge... Ah, okay, hier ist noch Schaden. Ich glaube, jetzt wären wir wieder an der Zeit, noch ein bisschen Leben nachzutanken. Hier ist Intelligenz. 20 Punkte Intelligenz. Dann kann ich vielleicht hier ein anderes Amulett wieder anziehen. Und habe trotzdem noch genug Intelligenz. Das ist cool. 78, ihr seid krank. Level 78 in knapp 2 Tagen. Das ist echt mehr als brutal. Naja, egal. Schaffe ich auch noch. Ja, kleine Pause, dann geht's weiter. Bis gleich.